Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter World für die PlayStation 4 zusammen mit Claire, die sich natürlich freut und richtig drauf gespannt ist, nochmal Palomo zu kloppen. Denn beim letzten Mal haben wir gegen Walhazak gekämpft, die Bestie erfolgreich niedergestreckt und nun geht es weiter hier mit Palomo, ne? Da fehlt uns nämlich immer noch ein Flügel. Leider Gottes. Aber ich glaube, das habe ich gar nicht nachgeschaut. Ha. Das fällt mir nämlich jetzt gerade ein. Wegen dem Bogen. Ich glaube, wir haben genug Teile für den Drachenbogen. Ich schaue nochmal auf die Wunschliste nach. Oder Wunschliste heißt das Ding. Ja, genau. Wir haben für den Drachenbogen 3 alles. Uns fehlt nur ein Wyvern Edelstein. Den würde ich mir jetzt schnell über die Punkte. Also über die Wyvern-Scheine und die Forscherpunkte herstellen lassen, so rum. Wyvern-Edelstein, ein Stück. Ein Stück hört sich auch lustig an. Ein Stein natürlich nur. Einschmelzen, jo. Bupp, haben wir den auch. Dann nochmal schnell zum Schmied. Und dann haben wir, was das betrifft, auch schon die Drachenwaffe bei uns aufs Maximum gebracht. Das heißt, es fehlt uns wirklich nur noch die Drahtalos-Waffe und also die Feuerwaffe und die Eiswaffe. In dem Sinne Rathalos, Palomo/Legiana. So, das sieht doch schön aus. Und ich wechsle wieder die Waffe. Wie viel Angriff hat der Bogen? 180 und 420 Drachenelement. Gar nicht so schlecht, ne? Den werden wir auch bei Dingens dann nochmal einsetzen. Den Bogen bei Teostra. Oder Toaster, ne? Wie wir ihn ja so gerne nennen. So, nochmal schnell essen und dann bin ich auch fertig und dann können wir wieder Palomo ins Gesicht hauen. Beziehungsweise Pfeile in die Augen jagen. So. Ja, und wie ihr merkt, bewegen wir uns mit großen Schritten, ne, langsam so ein bisschen aufs Ende zu. Ich weiß selber gerade nicht, was passiert, wenn wir dann Teostra in der nächsten Folge besiegen. Welche Quest dann auf uns zukommt, ob noch was dazwischen kommt oder ob es wirklich schon dann soweit ist. Aber naja. So. Okay, der hat da unten gestartet. Ich weiß halt nicht, wo das Palomo immer startet. Ich bin mir da echt immer unsicher. Ich mache das so selten. Und es startet. Ach, da hinten, da wo Claire ist. Okay, dann passt das ja. Können wir eigentlich auch runter hier zum südlichen Lager 1 und direkt zu Claire dann gehen. Hui, einmal runterspringen, zack. Und dann sind wir auch schon fast da. Ich werde natürlich wieder die Flügel behaken hier, ne?
Ja, ich bin auch gespannt, ob Claire und ich das noch vor Weihnachten schaffen, denn das kann man auch schon mal vorab sagen, aber über Weihnachten werden Claire und ich wahrscheinlich entweder haben wir bis dahin das Projekt durch, das wissen wir noch nicht, ne, weil wie gesagt, das müssen wir jetzt erstmal abschätzen. Aber wie sich der eine oder andere denken können, werden Claire und ich über die Weihnachtszeit zwischen Weihnachten und Neujahr nicht die Zeit haben aufzunehmen. Ne, weil familiär sind wir beide natürlich dahingehend unterwegs, ne, dass wir dann eher zu den Familien gehen und Weihnachten feiern und auch Neujahr feiern und ich natürlich dann dementsprechend auch, ne. Ich bin wahrscheinlich auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Das muss ich noch schauen, das plane ich noch alles. Das kommt alles darauf an, wie Freunde Zeit haben. Und da bin ich wahrscheinlich auch bei Freunden zu Besuch. Also auch gar nicht zu Hause. Ja, da muss ich auch selber nochmal schauen, wie es mit den anderen YouTube-Projekten und so hier aussieht. Wegen Hack und sowas zum Beispiel. Ob ich das großzügig im Voraus aufnehmen kann. Oder ob ich es nicht geschafft habe. Also Zeit hätte ich in dem Sinne noch, weil ich habe, bevor Weihnachten beginnt, noch ein bisschen Urlaub, der mir noch zusteht, so gesehen. Den ich auch daneben werde. Und da hätte ich dann die Zeit quasi bis hin zu dem Tag, wenn ich dann nachher weg bin, noch Folgen aufzunehmen für Hack und so, aber mal schauen. Das kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Aber ihr seid ja eh immer informiert wegen der Wochenübersicht und so. Da kann ich euch immer nur ans Herz legen. Ich mache das ja nicht umsonst. Aber falls ihr euch für die YouTube-Projekte hier interessiert und immer wissen wollt, was aktuell in der Woche so ansteht und was hier so los ist, warum Projekt XY gerade nicht kommt, dafür ist die Wochenübersicht nämlich da, damit ich euch wöchentlich immer ein Feedback geben kann. Wie sieht's aus? Was erwartet euch? Was kommt so? Oder was fällt auch aus? Ja, dann könnt ihr immer wieder da reinschauen, wenn ihr vergessen habt, so, hä, wieso kommt heute nichts, was ist mit Mittwoch? Zack, Wochenübersicht anklicken und dann wisst ihr Bescheid. Ja, weil an sich, ich habe ja überlegt, so an sich wäre es ja auch möglich, das machen ja auch einige YouTuber oder beziehungsweise nicht nur YouTuber, sondern auch beim Stream wahrscheinlich auch, einige Streamer, die geben einfach nur den Plan halt raus, den Streaming-Plan oder den Upload-Plan und sagen, so sieht's aus. Mein Problem ist aber da an der Sache, das könnte ich halt auch machen, einfach nur ein Video hochladen, bei dem man dann den stumpfen Plan sieht, das stumpfe Bild. Nur gibt's bei mir auch meist so Entweder-Oder-Sachen, ne, bei der Planung. Da fällt es mir dann schwer, das in so einer Übersicht reinzuklatschen, also so bildlich reinzuklatschen, dem Zuschauer bzw. dem Betrachter des Bildes gleich zu übermitteln. Ja, hier, das Projekt kommt aber nur vielleicht. Es kann sein, dass das gar nicht kommt. So, wie mache ich das? Ja, und dann mache ich doch lieber ein Video dazu, um das zu erklären. Ne, wie sieht das aus? Was mache ich hier? Warum kommt das vielleicht nicht? Legend of Dragoon ist da zum Beispiel der beste Vorzeige Charakter da. weil das steht ja momentan auf YouTube in dem Upload-Plan drin. Das soll ja eigentlich kommen, aber ich kam bisher, ne, auch wieder diese Woche, nicht dazu. Beziehungsweise letzte Woche. Wenn ihr das Video hier gerade schaut, die Folge hier, dann beziehe ich mich auf letzte Woche. Da habe ich auch gesagt in der letzten Wochenübersicht, von letzter Woche halt, dass ich Legend of Dragoon aufnehmen werde und so, kam aber wieder nicht dazu, was ja wirklich eher damit zu tun hat, dass ich die anderen Projekte, so wie Monster Hunter und Hack, erstmal so gesehen mehr priorisiere, dabei Legend of Dragoon gerade nur so ein Training angesetzt ist. Und ich jetzt irgendwie immer nur die Zeit hatte, entweder mit Claire Monster Hunter aufzunehmen oder halt Hack GU, weil sonst
hat sich das für Legend of Dragoon nie ergeben, weil mein Problem ist halt, das habe ich auch schon mal erwähnt, für HackGU sitze ich manchmal nur eine halbe Stunde an der Folge, manchmal kann die Folge auch eine Stunde gehen, das ist ja gar kein Problem, das plane ich ja ein. Nur bei Legend of Dragoon muss ich mindestens eine Stunde aufnehmen, ansonsten habt ihr, wenn ich auch da nur eine halbe Stunde Trainingsfolgen mache, weiß ich, dann wird das Projekt extrem in die Länge gezogen. Das will ich ja nicht. Weil es ist ja wirklich nur stumpfes Training. Es ist einfach nur stumpfes Mob-Kloppen und Level-Ups farmen. So, mehr werdet ihr bei Legend of Dragoon jetzt erstmal nicht sehen. Und da war meine Idee ja gut, komm, dann mache ich Stundenfolgen draus, dass immer eine Folge eine Stunde geht mit Trainingssession. Dann ist das Leveln, denke ich mal, auch relativ schnell erledigt. Ja, aber die Stunde mal am Tag Zeit haben, das mal für eine Stunde wirklich aufzunehmen, weil ich muss es ja schon im Vorfeld als Stunde planen. Bei Dotheck sind zwar auch jetzt die letzten Folgen stundenlang gewesen. Das weiß ich ja. Da habe ich immer nur eine halbe Stunde eingeplant, aber dann mache ich da halt eine halbe Stunde länger und denke mir so, ja gut, ich kann jetzt schlecht die Folge mittendrin abbrechen. Was macht das da? Palomo spackt ein bisschen rum. Na gut, auf jeden Fall bei Hack kann ich dann sagen, okay, hier halbe Stunde ist jetzt um, verdammt, geht noch länger. Dann hänge ich halt eine halbe Stunde noch dran, aber das ist genau die halbe Stunde dann. Oder die Stunde dann insgesamt, weil ich ja immer zwei Folgen aufnehme, die dann für Legend of Dragoon fehlen. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger zu planen. Aber das erkläre ich dann ja auch immer in der Wochenübersicht, ne? Falls solche Entweder-oder-Geschichten halt existieren. Deswegen kann ich auch schlecht, ne, wenn der eine oder andere jetzt sagt, ja, aber wenn du weißt, dass du Legend of Dragoon nicht bringst, dann mach doch in dem Upload-Plan das weg, dass das 14 Uhr kommt. Ja, aber das ist ja das ist ja dann wieder falsch. Das ist ja das, wovon ich ja gerade geredet habe. Wenn ich jetzt nämlich sage, Legend of Dragoon kommt die Woche nicht und nimm das halt raus aus dem Plan, finde aber dann plötzlich doch Zeit, das aufzunehmen und lade das hoch, dann gibt es dann die Nächsten, die sich dann beschweren würden und sagen würden, hä? Wieso kommt Legend of Dragoon? Das war doch gar nicht geplant. So, Palomo ist gerade wieder ein bisschen anstrengend. Ja, die beiden Flügel habe ich wenigstens wieder verletzen können. Die sind doch schon beschädigt, wie man sieht, schön löchrig. Aber ich komme hier gerade nicht raus. Was auch immer das für ein Bug gerade war. Ich bin gerade bei Palomos Schweif irgendwie festgesteckt. So hat uns das Tizi-Jakko mal wieder geholfen. War perfekt, schön reingedreht. Jetzt will ich jetzt mal gucken, dass ich mit dem Wyvern-Schuss gerade mal ein bisschen arbeite. Also Drachentöter so rum. Ich sag immer Wyvern-Schuss. Weil das bei der Gewehrlanze und auch bei dem, also bei der Gewehrlanze heißt es Wyvern Feuer und bei dem Bogengewehr heißt es auch irgendwie Wyvern Explosion oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. So, komischerweise heißt das jetzt hier Drachentöter und deswegen bin ich da mal
irritiert. Auf los geht's los. Okay. Palumo hat das auch wörtlich genommen und hat selber losgelegt hier. Seltsam, dass Palumo jetzt hier die ganze Zeit so was vorne nicht, ne, als wir oder bei der letzten Palumo-Jagd, so kann man es ja sagen, da hat dieses Gebiet hier gar nicht besucht. Ouchie. So nehmen wir natürlich gleich die Vitalwespe wieder mit. Aua. Natürlich, weil ich auf diesen blöden Pilz da stand oder was er sein soll. Na, ich werde mal ganz kurz mich heilen. Gleich wieder besiegt. Perfekt. Also diesmal habe ich Bomben dabei. Diesmal würde ich auch gerne welche hinlegen. Wenn Claire mich lässt. Wahrscheinlich wird sie wieder ungeduldig sein und draufholzen, weil die Frau kennt nichts anderes als Zerstörung. Aber schauen wir mal, vielleicht haben wir jetzt ja die Chance. Also hier auch schön im Kopf legen. So, meinetwegen kann Claire auch die zünden, das ist mir egal, das kann sie meinetwegen tun. Dann haben wir es auch gleich geschafft, ne? Ja, ich habe keine Kraftbeschichtung und so dieses Mal eingesetzt, das ist mir bewusst. Aber die können wir auch einsparen. Man sieht ja, Palumo ist relativ schnell besiegt. So. Mist. Sehr gut. Aus der Luft geschossen. So, ein Flügel fehlt uns noch.
Mal sehen, ob wir Glück haben und den jetzt bekommen. Ja, haben wir sie schon beim Ausnehmen bekommen. Sehr gut. Dann hätten wir diesen Schritt auch erledigt. Dann können wir in der nächsten Folge, wie erwähnt, Theostra machen. Au. Und, ja, und danach müssen wir mal planen, je nachdem, was dann storytechnisch uns gesagt wird. Können wir dann ableiten, was das jetzt ist, also was wir jetzt machen müssen, dann storytechnisch gesehen. Ja, und dann werde ich mich mit Claire nochmal absprechen, ob wir jetzt wirklich noch die Rathalos und die Legianer-Teile sammeln, um die letzten beiden Waffen von mir zu verbessern, oder ob wir nicht doch in den Endkampf dann reingehen. Weil bei Legiana kann ich jetzt schon im Vorfeld schon sagen, fehlt noch relativ viel. Bei Rathalos geht es so. Da kommt es halt aber auch immer nur drauf an, wann wir was bekommen. Und ob wir die Sachen, die wir brauchen, bekommen. Ne? Sprich hier Beispiel Anjanat. Da hat auch nicht viel gefehlt, aber das, was gefehlt hat, ist halt nicht gedroppt. Dann ist nämlich da wieder die Frage an euch Zuschauern, inwiefern guckt ihr das denn noch weiter, wenn ihr die ganze Zeit merkt, okay, der Endkampf wurde schon in-game storytechnisch angekündigt, aber die Dudes, die das spielen, die umgehen das dezent. Die machen das nicht wirklich, weil sie einfach immer noch irgendwelche anderen Sachen farmen. Also inwiefern kommt ihr euch selber dann hingehalten vor, obwohl es ja nicht wirklich hinhalten ist, weil aus meiner Perspektive, aus meinem Standpunkt aus, wäre es für mich eine Komplettierung. Ich möchte erst alles komplett haben, bevor ich dann wirklich quasi die letzte Instanz des Spiels besuche und mache. Aber das sieht dann wieder jeder anders, ne? So, dann verbessern wir mal schnell den Eisbogen. Und dann beenden wir auch wieder die Folge an dieser Stelle. Ist dann wieder ein bisschen kürzer geworden, aber naja, das gleicht sich ja insgesamt so aus, ne? In dem ganzen Projekt, glaube ich. Wenn wir sagen, der Durchschnitt des ganzen Projektes beträgt 30 Minuten. Also die Durchschnittslänge der Folgen. Und dann können wir uns darauf einigen, ne? So, Eisbogen, da ist ja Gletscherpfeil. Verbessern wir mal. Zack. So. Ausrüsten will ich ihn erstmal nicht. Gut, dann fehlen jetzt, ja, wie gesagt, ganz viele Legianer-Sachen. Und für Rathalos Bogen fehlen zwei Schuppen plus. Auch drei Flügel von Azur Rathalos und ein Rubin. Der Rubin ist jetzt mal dahingestellt, den kriegen wir so. Genauso wie den Legianer Edelstein, der ist jetzt auch mal dahingestellt. Für die Legianer-Waffe, denn den kriegen wir auch durch die Verschmelzerin so. Da haben wir noch genug Tickets, dass wir die beiden Sachen uns locker von der Verschmelzerin geben lassen können. Deswegen die hänge ich mal hinten dran. Die sind jetzt nicht wichtig. Aber ja, die restlichen Teile, das wird noch ein bisschen dauern. So, aber dann würde ich jetzt sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit Monster Hunter World für dieses Mal. In der nächsten Folge dann Theostra der Fürchterliche, so wie es hier oben rechts steht. Und genau wie Claire werde ich mich jetzt verabschieden. Bis später. Und noch viel Spaß bei der Jagd und so, ne? Tüdelü.